Stell dir mal vor, es gibt Menschen, die arbeiten das, was sie wirklich, wirklich wollen. Und das oft schon seit Generationen. Stell dir mal vor, es gibt Unternehmen, die seit Jahrzehnten cross-funktionale Teams je nach Aufgabenstellung einsetzen. Stell dir mal vor, es gibt eine Branche, in der seit Jahrhunderten komplexe Probleme durch Könner gelöst werden. Und stelle dir vor, diese Branche wird in der Welt von New Work kaum berücksichtigt. Dabei ist das Handwerk die Mutter aller Startups. New Work darf kein Privileg für Wissensarbeiter sein. Die Mission der Baustelle Zukunft ist es, dem Handwerk zu ermöglichen, an der Weiterentwicklung der Arbeitswelt teilzuhaben. Durch New Work kann sich das Handwerk wieder stolz auf seine ursprüngliche Arbeitsweise besinnen, der komplexen Fertigung durch Könnern einer Manufaktur. Handwerker leben seit Jahrhunderten New Work. Baustelle Zukunft möchte helfen, dies sichtbar zu machen und damit Fachkräfte zu gewinnen. Ich selbst habe fast ein Vierteljahrhundert ein Handwerksunternehmen als Inhaber geführt und dabei unbewusst schon selbst das gelebt, was heute als New Work bezeichnet wird. Seit 2016 unterstütze ich kleine Handwerksbetriebe, ihre Hemmschwelle bei der Inanspruchnahme von Beratung zu überwinden und einen Zugang zu New Work zu finden. Meine Ausbildung zum Future Leadership Consultant und mein Jahr im Upsalzbund-Curriculum geben mir neue Sichtweisen, die ich gerne vermittle. Als Bauarbeiter möchte ich, Stefan Janssen, an der größten Baustelle unserer gemeinsamen Zukunft zusammen mit den Handwerkern arbeiten. Damit jeder Handwerker stolz auf seine Arbeit sein und junge Menschen für sein Gewerk begeistern kann. Und damit alle anderen in Zukunft noch einen Handwerker finden, wenn sie ihn brauchen. Stefan Janssen, Bauarbeiter bei der Baustelle Zukunft.